Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in den Glossybox-Adventskalender reinschauen. Den habe ich hier, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet normalerweise 99 Euro. Ich habe ihn für 79 im Presale gekauft, aber man bekommt auch gerade richtig viele Rabatte wieder. Sei es Advent oder sei es Spooky. Ich setze euch das mal in die Infobox rein, genauso wie auch einen Link zu dem Adventskalender. Falls ihr euch interessiert, schaut da gerne mal rein. Der soll nämlich einen richtig krassen Warenwert von über 700 Euro haben. Und er sieht schon mal sehr ansprechend aus, das muss ich wirklich sagen. Und ja, man kann das hier oben hochklappen, hat hier allerhand Boxen. Dann hat man hier Schubladen, wo auch noch Boxen drin sind, ne? Aber ich will nicht allzu lange um den heißen Brei drum herum reden. Lass uns mal reinschauen. Und wir starten direkt mal am 1. Dezember. Meine erste Dezember-Tube war irgendwie ein bisschen auf. Okay, von Mudmaski habe ich was hier drin. Vitamin-Infused Scalp Serum. Oh, das finde ich sehr ansprechend. Da sind 60 Milliliter drin. Das wird ein Leave-In sein, was man sich einfach so auf die Kopfhaut geben kann, damit alles halt ein bisschen entspannter ist. Ne? Genau, gegen Haarverlust und so weiter soll das sein, gegen Dandruff Control. Also ich glaube, das soll irgendwie dieses Fritt sein oder so, keine Ahnung. Finde ich schön, finde ich angenehm. Ich mag Mudmaski als Marke sehr gerne und die finden wir öfters mal in der Glossybox. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Der 2. Dezember fühlt sich sehr, sehr leicht an. Wie immer mit ihrem Krubbelpapier, ne? Aber so gehen die Produkte nicht kaputt. Das ist natürlich auch immer sehr präventiv positiv. Pixi by Petra Lip Glow. Oh, ein Tinted Lip Balm. Das ist auch eine Originalgröße, glaube ich, ne? Mit 1,5 Gramm hier drin. Also, ja, die Farbe ist Fleur. Ich glaube, das ist einfach ein Rosa. Kennen wir auch schon von anderen Marken. Pixi by Petra ist ja eine recht hochpreisige Marke, so High-End-mäßig, ne, dass man das halt quasi hoch machen kann, aber ich glaube nicht wieder runter. Ja, sieht ansprechend aus. Ich hoffe, dass er nicht so pink auf den Lippen sein wird, wie er hier so aussieht. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier auch wieder eine leichte Nummer 3. Oh, also doch ein bisschen mitgenommen, so das ein oder andere Kläppchen hier. Da habe ich von 4711 das Aqua Colonia mit Sternfrucht und weißen Blüten drin enthalten. Das sind 8 Milliliter hier drin. Und das ist ein kleiner Flakon. Und da kann man dann, ja, wenn man möchte, ne, das so rausschütten. Oder man füllt sich das um in so einen Sprayer. Das empfehle ich allen, die halt jetzt nicht unbedingt bei diesen Miniaturen drauf verzichten möchten, ein normales Sprüherlebnis zu haben. Die gibt es ja für ein paar Euro 50 irgendwie im DM, ne? Genau, so schaut es einmal aus. Ist für mich jetzt nicht so unbedingt ein Duft, wo ich sage, Mensch, ne, totaler Weihnachtsduft, aber ich glaube, dass es ein schöner, blumiger und gleichzeitig auch fruchtiger Duft ist und ich glaube, sehr gefällig, ja. Ich sammle diese kleinen Miniaturen einfach immer so ein bisschen übers ganze Jahr sowieso, weil ich euch jetzt auch demnächst wieder weitere Parfüm-Miniaturen-Adventskalender verlosen werde. Einer ist schon verlost. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, das ist schön. Das ist von I Want You Naked. Ein Skin Barrier Support Niacinamide Serum. Das ist schön. Da haben wir Vitamin B3, also Niacinamide drin, Panthenol, Allantoin, Hyaluronsäure und das dürfte eine Originalgröße sein. 20 Milliliter. Finde ich richtig cool. Niacinamide können wir alle gut gebrauchen. Genauso, also Niacinamide sind halt so ein bisschen bei Rötungen und bei Pickeln immer eine ganz gute Sache, weil es so, ja, flawless skinmäßig unterwegs ist, ne? Und Allantoin ist beruhigend, Panthenol ist pflegend. Ich glaube, damit kommen wir alle ganz gut zurecht. Würde ich persönlich jetzt eher so abends verwenden, weil ich aktuell noch morgens Vitamin C verwende. Finde ich schön. Einen Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember. Und irgendwie waren die ein bisschen schnell beim Packen, ne? Die haben quasi bei mir das nicht immer so verschlossen. Das ist irgendwie so offen. Naja, hier habe ich eine Tube drin. Und zwar von L'Occitane. Ist das die Amande Handcreme. Sehr schön. 30 Milliliter. Und ich glaube, viele freuen sich darüber. Und ich finde auch eine Handcreme in einem Adventskalender vollkommen in Ordnung. Deswegen ist das schön. Und ich mag auch super gerne die Handcremes von L'Occitane, weil die schön pflegend sind und gut einziehen. Der 6. Dezember ist Nikolaus und hier gehe ich davon aus, dass wir auch wirklich was Besonderes drin haben dürfen. Oh, einmal kommt hier Moneyfix raus. Da habe ich, ja, Stick and Stay, No Dry Time, Super Stay. Das sind Nagelsticker, ja. Also mache ich persönlich jetzt keine Höhensprünge, um ehrlich zu sein. Ne? Bei mir halten Nagelsticker nämlich leider nicht. Egal, ob ich die jetzt auch auf meine Nagelfolien draufklebe. Die sind von Manico und nicht Manifix. Und weiß ich nicht. Oder ob ich die Solo trage oder sonst irgendwas. Ich habe halt ein bisschen rundere Nägel. Da hält das nicht so gut leider. Aber wir haben hier noch was richtig Großes drin. Das finde ich ja mal mega. Von Koishi. Oh,
Renewal Grapefruit Body Scrub. Das finde ich toll. Das ist ein Body Scrub mit Gel Texture. Das ist auch abgefahren. Ich denke, dass das etwas ist, was wir quasi mit Salz oder mit Zucker haben. Sieht auf jeden Fall echt aus wie so ein Flubber. 220 Milliliter. Richtig cool. Jeden Dienstag, jeden Freitag mache ich bei mir Body Peelings und meine Haut dankt es mir. Was ein Bottichto. Krass. Auch die Nummer 7 ist sehr, sehr leicht. Auch hier nicht zugemacht. Mensch. Musste das alles so schnell gehen? Ich weiß nicht. Hier habe ich drin von Bang Beauty. Was bist du? Eyeliner, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder? Not for resale. Okay. Precision Tip Liner Black, ne? Genau, das dürfte aber eine Originalgröße sein. Ach so, ja. Der hat einfach eine ganz normale Spitze und es ist ein schwarzer Eyeliner, also so eine Filzstiftspitze. Komme ich persönlich auch sehr gut mit zurecht. Finde ich schön, dass es so mit drin ist. Ja. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht und das darf sie halt auch, weil Sammy da Geburtstag hat. Und hier haben wir einen Nagellack drin enthalten von Gitti, die Nummer 127 Plant-Based Vegan Nail Color. Ja, das ist ein veganer Nagellack in so einem wunderschönen dunklen Beereton. Ich glaube, dass man den so schön finden kann, ne? Auch in der Nummer 9 darf ich mich über ein offenes Schächtelchen freuen. Naja, mal gucken, was wir hier drin finden. Also es wäre auf jeden Fall noch viel, viel mehr Platz in diesen Boxen drin gewesen. Finde ich aber nicht schlimm, ich kann den so super weiter befüllen. Oh, Peter Thomas Roth, ein Pre-Treatment Exfoliating Cleanser mit Salicylsäure, Glykolsäure, Mandelsäure. Oha, also hast du im Prinzip AHA, BHA und PHA hier drin. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich mit meiner sensiblen Haut würde das nicht jeden Abend verwenden, also nicht jedes Mal zum Gesicht reinigen, schon mal gar nicht, weil das wäre ja morgens und abends. Morgens würde ich es eh nicht verwenden. Wenn dann nur abends und abends auch nicht jeden Abend, vor allem auch nicht an den Abenden, wo ich dann auch noch ein Peeling mache. Also vielleicht so dreimal die Woche oder so. Genau, ansonsten wäre das zu viel, aber eine Gesichtsreinigung finde ich schön. In der Nummer 10 darf es jetzt quasi im zweistelligen Bereich weitergehen. Und hier haben wir was von Fix & Rouge drin enthalten. Da haben wir ein Primer drin. Und zwar den Smooth Set Flawless Filter Hydrating Primer. Auch das dürfte eine Originalgröße sein mit 30 Millilitern. Sowas mag ich ja, ne? Also wenn man halt auch wirklich so einen feuchtigkeitsspendenden und gleichzeitig offensichtlich perfektionierenden Primer hat. Primer in Adventskalendern finde ich super sinnvoll, weil das kann halt einfach auch jeder verwenden, der sich schminkt, sofern man Primer verwendet. Der 11. Dezember ist die erste Schnapszahl und hier haben wir ein Sachet drin enthalten. Von Youth Lab, das ist glaube ich so eine K-Beauty-Marke, oder? Peptides, Silky Microfiber Sheet, Face Sheet Mask, eine Reload Mask. Oh, das finde ich cool. Nee, das ist keine K-Beauty-Geschichte, das tut mir leid, das habe ich jetzt gerade verkehrt gesagt. Wobei doch, made in Korea. Ha. So schaut das einmal aus und ich mag sehr gerne Tuchmasken und Peptide sind wirklich total toll, um das Mikrobiom der Haut auch wiederherzustellen. Ne? Das ist ein schöner Spa-Moment hier. Die Nummer 12. Auch hier haben wir ein etwas kleineres Produkt drin und zwar, oh schön, von Lavera Brow Control in Transparent, feiere ich total, das ist bis Oktober übernächsten Jahres haltbar. Das ist eine Augenbrauenfixierungsmascara, um das mal so zu nennen, also quasi ein transparentes Augenbrauengel. Auch das ist ein perfektes Produkt, finde ich persönlich, für einen Adventskalender, weil das unabhängig von irgendwelchen Haarfarben ist, ne? Der 13. Dezember ist riesig, aber sehr, sehr leicht. Okay, eine Ode an den Adventskalender von Look Fantastic. Da haben wir tatsächlich auch eine Sleeping Mask drin. Für Interesse schaut da gerne mal im i vorbei, habe ich euch mal verlinkt. Hier haben wir von Glove die Satin Sleeping Mask. Aber ich meine, dass diese Schlafmaske entweder letztes Jahr schon im Glossy Box Adventskalender drin war oder die war in dem von Look Fantastic drin. Kommt mir gerade einfach sehr bekannt vor. Oder wir hatten die sogar schon mal in der Glossy Box Box drin. Naja, Schlafmasken finde ich persönlich jetzt nicht verkehrt. Die sind dieses Jahr in sehr vielen Adventskalendern drin. Vielleicht gehen die davon aus, dass immer weniger Leute Rollläden haben. Keine Ahnung. Aber sie sind auf jeden Fall wimpernschonend, weil das ist ja halt so satiniert, ne? Dann ist es einfach auch sanft zu den Augen. Ja, kann man machen. Was hättet ihr denn lieber drin gehabt? Eine Schlafmaske oder irgendwie ein Scrunchie? Weil ich glaube, sowas wäre dann ja die Alternative, ne? Also ich bin dann halt eher bei einer Schlafmaske. Der 14. Dezember. Hier haben wir ein Tübchen drin. Ja, natürlich darf der Wert jetzt hier auch ordentlich steigen mit Avant zum Beispiel. Das ist eine 3-in-1 Hyaluronfüller Kollagen Eye Formula mit 10 Millilitern. Haben wir einmal hier. Das ist halt eine Augencreme von Avant, Leute. Ne? Die hat einen Wert von, keine Ahnung, wird wahrscheinlich mit über 100 € oder so angegeben werden. Ja,
okay. Ne? Ist eine gute Pflege, aber für mich persönlich vielleicht ein Zehntel von dem Preis so wert. Also dafür würde ich mir das halt kaufen. Aber es ist halt eine schöne Pflege. Ich finde, Hyaluronsäure kann man gebrauchen, Kollagen kann man gebrauchen. Ja, ne? Schön. Der 15. Dezember. Hier haben wir was von Catrice drin, und zwar Max It Up Lip Booster Extreme Holo Plumper. Ach, du ahnst es nicht, hier ist auch eine Originalgröße drin. Dafür, dass wir jetzt bislang eigentlich immer eher so dezent unterwegs waren, sowohl was dekorative Kosmetik als auch Pflege hier angeht, ist das Produkt mal ein bisschen intensiver unterwegs. Ne? Du hast hier bläuliche, grünliche und rosafarbene Sparkles drin, aber so deckend, wie das hier natürlich in dem Typchen aussieht, ist es auf den Lippen nicht. Das kann man sich so drauf tupfen und dann gibt es so ein kleines Highlight. Ist eigentlich ganz süß, wenn man diesen Plumping-Effekt mag. Der 16. Dezember. Oh, hier haben wir zwei Produkte drin auch wieder. Schön, Molten Brown, da habe ich euch auch den Adventskalender vorgestellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch da gerne im i vorbeischauen. Ein sehr teurer Spaß, um das mal so zu sagen. Da haben wir einmal das Purifying Shampoo und auch den Purifying Conditioner mit jeweils 50 Millilitern. Das sind halt schöne Reisegrößen, sage ich mal dazu. Ne? Den Conditioner kriegt man, glaube ich, nicht ganz so leicht hier jetzt aus der Flasche raus, weil das Plastik ist doch relativ hart. Also ne, so über Kopf lagern und dann kriegt man das ganz gut wohl hin. Ja, finde ich schön. Shampoo und Conditioner, gerne in einem Beauty-Adventskalender, dann noch zusammen in einem Kläppchen. Das finde ich toll. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Doch, da haben wir was Kleineres drin. Oh, das habe ich sogar hier. Jetzt gerade nicht hier auf dem Tisch irgendwo. Aber das ist ein Produkt, was ich gerne verwende tatsächlich. Denn, erstmal hier aufräumen, ne? Mittendrin läuft bei mir. Das ist von Lovia, ein relativ neues Produkt. Die 511 Precision Silk Brush. Man denkt sich erst so, hä, was soll ich eigentlich damit? Das ist ja Tinnef, ne? Das ist hier oben einfach so ein Silikon-Moppet. Das ist ja fancy, aber kein Mensch braucht es. Doch, Leute, meine Erfahrung ist halt wirklich damit, dass wenn du zum Beispiel dein Inner Corner Highlight damit setzen möchtest, das ist halt wie so ein Fingerersatz. Ne? Vor allem auch, wenn ich jetzt so, ja wobei, meine Fingernägel sind jetzt nicht ultra lang, aber ich habe halt manchmal nicht so gelenkige Finger, dass ich das richtig schön platzieren kann. Damit geht das viel, viel einfacher. Oder du kannst dir damit natürlich auch den Schimmer auf dein Auge geben. Oder du kannst damit, wenn das Make-up schon länger drauf ist, so ein bisschen auch unter den Augen mal entlang reiben, wenn dir dein Concealer kriecht, genau. Also ich persönlich finde den echt hübsch und ich hatte mir den auch schon letztens irgendwann mal bestellt, als er rausgekommen ist, und seitdem ist er echt in reger Anwendung. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und da haben wir was drin, was auch ein Produkt ist, was relativ hyped ist, also was so im Hype ist, ne? Und dementsprechend ganz gut hier reinpasst. Das ist der Buff Blush, der Glow Up Color Stick von Glow Hub, und ich habe den hier in der Farbe Pinched und den müsste ich auch selber noch da haben, beziehungsweise den hatte ich mal da. Ich meine, dass ich mir den wieder mal zur Seite gelegt hatte, auch das eine Originalgröße, weil ich den auch irgendwo letztens mal mit drin hatte. Das ist halt ein Liquid Blush. Ich persönlich finde den etwas dezent, aber das passt halt irgendwie zum Vibe vom Adventskalender, abgesehen von dem Catrice-Produkt. Ne? Und hier sehen wir einmal die Blushfarbe auch. Ne? Der ist aber auf der Haut viel, viel dezenter. Hier sehen wir auch nochmal die Farbe. Ne? Das ist ein Stick. Habe ich gerade Liquid gesagt? Nee, das ist ein Stick. Meiner sieht, sieht der benutzt aus? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Oberfläche ist halt einfach nur relativ matt. Ich glaube, das ist normal, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn das anders sein sollte. Ja, aber finde ich schön, dass wir hier so einen Cream Blush drin haben. Ist von der Farbe ein bisschen schwierig, weil wenn der schon auf meiner Haut sehr dezent rüberkommt, wie wirkt er dann auf eine Haut von, keine Ahnung, von der Melli zum Beispiel, Mello Flori oder ne, Nicole von Chiquita's Place. Die sind ja auch ein, zwei Nuancen dunkler als ich. Naja, der 19. Dezember enthält einen Stift. Und zwar einen Lip Liner von Delia Lip Line Longwear Retractable Pencil in der Farbe Naked 3001. Ist eine schöne Farbe, müsste ich sogar noch da haben. Und auch Delilah ist eine Marke, die wir öfters mal in der Glossy Box finden. Ist ein herausdrehbarer Stift, genau, der halt in so einem etwas helleren Rosenholzton oder etwas dunklerem Schweinchenrosa daherkommt. Finde ich schön. Ist für mich so ein bisschen mein Lips but better, ne? Das funktioniert dann eigentlich ganz gut, würde ich mal so denken. So, wo haben wir denn die Nummer 20? Hier, herzlich willkommen im 20er-Bereich.
hier haben wir ihn. Und da haben wir was von Dr. Barbour drin. Sonst haben wir auch gerne mal so diese Ampullen drin gehabt. Und dieses Mal gibt es hier die Hydrocellular Hyaluron Cream mit 15 Millilitern einmal. Das ist auch eine schöne Schweizcreme, nenne ich sie immer ganz gerne. Einfach dadurch, dass du sie mit allen anderen Wirkstoffen, mit allen anderen Seren kombinieren kannst und das einfach eine ganz normale Basispflege gibt und das von einer sehr schönen, hochpreisigen Marke. Ja, hinter mir ist jetzt leider wegen Überfüllung geschlossen, ne? Also da habe ich jetzt komplett entlang mal die ganzen Produkte mir so aufgestellt, aber ich habe ja noch 5 Kläppchen vor mir. So schnell sind wir noch nicht durch. Ah, hier haben wir nämlich die Fanfest-Mascara mit 4 Gramm drin enthalten. Ich habe jetzt mal meine rausgeholt, dass ich euch dann auch meine swatchen kann. Swatchen ist gut, dass ich euch das Bürstchen mal zeige, ne? Denn ich habe die mit 3 Gramm hier. Und das ist auch eine relativ neue Mascara von Benefit, die meiner Meinung nach noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Die hat ein Faserbürstchen, was bananenförmig geschwungen ist und gleichzeitig tannenbaumförmig zusammengeht. Also ganz interessant. Die macht halt auch wirklich so einen schön aufgefächerten Look. Ich persönlich habe sie jetzt nicht als meine Lieblingsmascara von Benefit, aber ich finde sie schön. Die zweite und letzte Schnapszahl, der 22. Dezember, ist jetzt hier in meinen Händen. Und da habe ich Probiotic by Doctor's Formula. Okay. Repairing Deep Hydration and Repairing Mask. Sehr schön. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist eine Crememaske. Und das ist mit Probiotika, was ich sehr, sehr angenehm finde. Die kannst du über Nacht drauf lassen. Halt wie eine Nachtcreme machst du die dann einfach, ne? Genau. Ohne Parabene ist das Ganze. Und da hast du hydrolysiertes Weizenprotein mit dabei, was dann die entsprechende Wirkung gibt. Das finde ich interessant. Finde ich richtig cool. Und ich mag solche Crememasken. Normalerweise verwende ich sowas ja eher morgens. Aber die kannst du dann anstelle von einer Nachtcreme halt einfach verwenden. So, dann schauen wir mal, was am Tag vor Heiligabend drin ist, am 23. Dezember. Da habe ich jetzt was Größeres drin. Ah, Sentier Parisien Embrace. Ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern habe ich hier. Das brauche ich euch jetzt gar nicht zu riechen, weil ich aktuell nicht so gut riechen kann. Ich blende euch aber gerne mal die Duftnoten ein. Ich wüsste jetzt auch nicht so unbedingt, wonach das riechen würde. Ich meine, nee, das war noch was anderes. Parisian Embrace. Das stelle ich mir aber tatsächlich auch sehr madammig vor oder sehr ladylike vom Duft her. Bin ich mal gespannt, wie das so riechen wird. Finde ich persönlich aber sehr cool, dass die hier einfach mal einen Duft reinpacken. Das passt. Wir haben noch 2 Boxen vor uns, weil dieser Adventskalender tatsächlich 25 Kläppchen hat. Und hier schauen wir erstmal, was der 24. Dezember uns so bringt. Oh, okay. Hier haben wir auch tatsächlich so eine Art Scrunchie. Hier ist gerade ein paar Flusen hier. Das ist schade. Von Brushworks ist das etwas. Ah, das ist so ein Locken-über-Nacht-Ding, ne? Heatless Curling Scrunchie, okay. Soft Material, das machst du dir halt irgendwie so in die Haare rein und dann drehst du die Haare. Schade, ne? Dass das hier so absteht. Das muss ich dann mal gleich hier abschneiden. Das kann man so dann dadurch machen, hier so, ne? Und dann kriegst du halt über Nacht so Locken, was ich schön finde. Also das ist ja auch trendy. Also Leute verwenden das jetzt ja auch viel. Ich habe das bei Melli jetzt auch schon öfters gesehen, dass sie das ja zum Beispiel mit einem Bademantelgürtel macht. Und wie ich einfach hier erstmal so sauber mache. Läuft bei mir. Okay, nee, finde ich schön. Ich will das nicht von meiner Hand ab. Geh weg. Ah, jetzt hängt das an meinem Spiegel. Das ist vollkommen elektrisiert, das Teil. Es schwebt hier voll, ne? So, Moment, jetzt geh weg. Danke. Genau, finde ich schön, dass es drin ist. Es ist ein cooles Tool, also irgendwie auch mal was anderes. Also ja, ich persönlich glaube nicht, dass ich das nachts tragen werde, weil mich das zu sehr stören wird, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Aber cool finde ich's. Und hier habe ich nun einen super schweren 25. Dezember, der auch richtig schön groß aussieht. Hier hatte ich schon einen Hinweis bekommen und mir deswegen hier einen kleinen Joker mal neben mich hingelegt, um das mal zu vergleichen. Hier ist eine Lidschattenpalette drin von Iconic London. Die Thriving and Shining Eyeshadow Palette. Das ist natürlich cool. Hier hast du 20 Farben drin. Das finde ich richtig, richtig geil, muss ich wirklich sagen. Die hatten wir auch schon mal, aber war das vielleicht eine andere? Also letztes Jahr im Lookfantastic Adventskalender war ja auch eine drin, deswegen habe ich mir die gerade hier auch neben mich gelegt.
So, das ist eine komplette Nude-Palette. Die sieht wunderschön aus und alle, die tatsächlich noch keine Nude-Palette haben und den Adventskalender öffnen, werden sich sicherlich darüber freuen. Ne? Also ich finde sowas eigentlich auch in einem Adventskalender sehr gut aufgehoben. Wir hatten auch schon öfters die Day-to-Slay-Eyeshadow-Palette mit drin, aber das ist jetzt noch meine ganz alte. Aber die sieht doch ein bisschen anders aus, wenn auch manche Töne sich sehr ähneln. Ich halte jetzt mal, hupsala, nebeneinander. Ne? Das ist jetzt nicht so der ultimativ krasse Mega-Unterschied, um das mal so zu sagen. Also wenn man letztes Jahr den Look Fantastic Adventskalender hatte und dann quasi diese Palette schon hat, dann hat man hiermit quasi eine sehr ähnliche Palette nochmal. Also, ja, ja. Wobei man hier mehr Schimmertöne, glaube ich, drin hatte. Ne? Die mag ich auch sehr gerne. Ich kann euch hier im i auch mal verlinken. Da hatte ich einen Look damit geschminkt. Also die verwende ich auch immer wieder, weil das einfach eine schöne Nude-Palette ist. Aber auch die die Thriving and Shining-Palette finde ich hübsch. Kann man definitiv machen. Und es ist einfach das Highlight von dem Adventskalender. Das ist wirklich so, vor allem, wenn man halt eben so eine Art von Palette noch nicht zu Hause hat, freut man sich, glaube ich, sehr darüber. Und ich glaube, man hätte sich auch beschwert, wenn man jetzt irgendwie eine grüne Palette hier drin gehabt hätte, oder? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einmal der Adventskalender. Ich finde, dass er sehr zurückhaltend basic ist, aber trotzdem so gut wie jede Kategorie irgendwie auch mit abgefrühstückt hat. Und ich finde auch, dass es ein toller Adventskalender ist, gerade wenn man bedenkt, dass man den für 79 Euro bekommt und hier diese Produkte im Wert von über 700 Euro bekommt, ist das schon heftig. Und ich finde auch, dass einem die Produkte das Geld wert sein werden. Weil, ne, selbst wenn das eigentlich hochpreisige Produkte sind, die teilweise den Wert auch eher hoch treiben, 25 Produkte für 79 Euro ist nicht viel Geld. Das ist wirklich so. Ich setze euch mal einen Link dazu in die Infobox. Schreibt mir aber auch gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!